Hey Leute, willkommen zurück zu World of Warships. Ihr seht es schon, ich habe mir die Aoba geholt. Ich habe da jetzt doch mal ein paar freie Erfahrungen für geopfert. Weil ich habe in letzter Zeit mehr mit einem anonymen Account gespielt. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mal ein Video zu der Hermelin mache. Ja, vielleicht kommt das noch. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt so bisher mit dem neuen Account so Stufe 1 bis 3 gespielt. Und das hat echt Laune gemacht. Dann habe ich mir so gesagt, gut, dann hole ich mir jetzt mal die Aoba mit der, was kommt denn hier nach? Die Nagato, oder? Ja, mit der Nagato dauert das noch ein bisschen. Wie ihr seht, 235 Erfahrungspunkte habe ich. 78.500 brauche ich, wenn ich das richtig sehe. Joa, und die Aoba habe ich jetzt noch gar nicht gespielt, aber ich habe jetzt noch mal ein paar Punkte hier verteilt. Und zwar, ja, vorrangiges Ziel ist auch selbsterklärend, der ganze Kram hier, das solltet ihr auch kennen. Ich habe das jetzt leider noch nicht, weil muss noch umgeschult werden, der Kapitän. Gut, wie dem auch sei, was ich so gelesen habe, soll das ja Prinzip eine Furutaka sein, aber halt mit der ähnlichen Panzerung auf einer höheren Stufe, was jetzt unbedingt nicht so toll ist. Ich würde doch mal sagen, wir starten einfach mal ein Zufallsgefecht und ich gucke mir das dann unterwegs mal so an, wie weit die schießen kann und überhaupt. Stats habe ich mir weiter noch nicht angesehen. Ich habe einfach nur mal kurz ein Video geguckt, was da so gesagt wird und die Beschreibung kurz durchgelesen auf der Wiki. Aber ansonsten, oh, Flugzeugträger, oh ja, die Japaner haben ja so eine gute Flugabwehr. North Carolina, die hat eine gute Flugabwehr. Duke of York hat, glaube ich, auch eine gute Flugabwehr. Scharnhorst, Bayern, weiß ich jetzt nicht. Cleveland, glaube ich, auch ganz gut. Helena, weiß ich nicht. Ansonsten, ja, ein Zerstörer auf jeder Seite. Gut. Und jetzt Vladivostok und Bliskavitska. Dazu kann ich nichts sagen. Ich hänge da ein bisschen hinterher bei dem Spiel. Ich habe jetzt hier halt auch die Tarnung drauf, die die Tarnung erhöht und die Streuung von gegnerischen Geschossen. Aber ich habe jetzt von diesen Modulen hier nichts anderes reingemacht, weil ganz ehrlich, besseren Jäger brauche ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht hier diese Flugabwehr genommen, was jetzt wunderbar gepasst hätte. Ansonsten, ja, Schadensbegrenzung Team 1, das sollte eigentlich alles vollkommen ausreichend sein. Ich will dann jetzt nicht unnötig Geld reinpumpen. Die Frage ist jetzt, wo wollen wir denn hin? Es gibt nur einen feindlichen Zerstörer, aber auf die Flugzeuge müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich fahre mal hier so ein bisschen mit der Amagi und der Scharnhorst mit. Mal gucken, was haben wir denn hier? Ich habe auch noch keine anderen Module eingebaut. Die besseren, die ist hier noch soweit in ihrem ursprünglichen Zustand. Feuerreichweite 13,6 Kilometer. Oh Gott. Das ist ja ein Albtraum. Wie viel Schaden machst du denn? 3300, 4700 AP. AP kann man eigentlich sowieso vergessen. Früher war es ja eigentlich so, da wurde gesagt, okay, mit dem Kreuzer nimmt man eigentlich immer HE, mal abgesehen von den Deutschen, die super AP haben, aber generell, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Na, zumindest habe ich hier einen Jäger, der könnte ein bisschen helfen. Auf jeden Fall, da haben wir einen Nürnberg. Ich brauche unbedingt das Modul, das die Reichweite um 10% erhöht. Weil so geht das ja gar nicht. Das könnte er ja voll knicken. Ich starte jetzt einfach mal hier. Ich hätte auch schon Flugabwehr ausrichten können und so. Wir sind hier schon fleißig am Ballern. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff.
Haben wir jetzt leider nichts abgeschossen. 883 Schaden gegen Flugzeuge. Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob hier Hydro besser ist oder halt dieses Flugabwehrding. Ich habe einfach Hydro genommen, weil wie oft trifft man schon auf Flugzeugträger? Ja, und jetzt treffen wir hier auf zwei. Wobei Hydro ist schon ein bisschen mager. 3-4 Kilometer, bei den Deutschen waren es glaube ich irgendwie 5 Kilometer. Ortung von Schiffen, das ist schon ein Unterschied. Da ist eine Atago. Da haben wir eine Nürnberg. Ich glaube, ich werde hier mal so ein bisschen nicht parken, aber ich bleibe hier mal bei der Scharnhorst, genau. Machen wir mal. Ja gut, machen wir mal halbe Fahrt. Oh, da ist ein Torpedoflieger. Wo willst du denn hin? Ich muss jetzt darauf achten. Ich habe das ja noch nicht wieder, wie viele auf mich zielen. Da muss ich auch dran denken. Na komm schon. Queen Elizabeth, du gibst doch jetzt ein super Ziel ab, würde ich mal behaupten. Und zwar so. Muss die auf jeden Fall ein bisschen auf Distanz halten. Sonst nimmt das noch ein böses Ende. Anzünden wäre mal ganz nett. Kriegen wir das hin? Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich jetzt entdeckt. Na komm, das kriegen wir doch noch hin. Nein, leider nicht. Das ist echt ein bisschen blöd. Da haben wir eine Atago. Gut. Wir kassieren hier aber schon so ein bisschen. Ja, natürlich brennt jetzt die Atago. Gut, das ist vielleicht hier nicht so eine tolle Ecke. Aber ich kann jetzt doch mal hier auch Flugabwehrsektion einstellen. Oh, Flieger starten. Na komm schon. Die kam jetzt gerade so ein bisschen aus dem Nichts, meiner Meinung nach. Ja, wir brauchen alle Hilfe. Na komm schon. Passt leider nicht ganz. Na, wird wahrscheinlich auch nicht treffen. Nö. Okay, du stehst da fast. Das sollte jetzt aber mal treffen. Ja, ist wieder schneller geworden. Katapultjäger, geh zum Schiff zurück. So, getroffen. Immerhin, 12.000 Schaden, yay, aber es ist auch die erste Runde. Von daher könnt natürlich mal auf AP wechseln und versuchen, da Breitseite reinzudrücken. Aber okay, da ist sie schon versenkt worden. Ja, okay, dann halt wieder HE. Ich neige irgendwie dazu, bei den japanischen Kreuzern gar nicht AP zu nehmen.
Ich weiß auch nicht. Ich habe das irgendwie so drin, dass das nichts taugt. Aber gut, dann wären da noch die Briten. Und britische AP ist ja super. Da haben wir eine Vladivostok, die schon einen Ticken zu weit weg ist. Da kommen wieder ein paar Flieger an. Jetzt habe ich das natürlich auf der falschen Seite. Mit den Flugabwehrgeschützen. Gut. Nee, ist sogar die richtige Seite. Okay. Ist doch mal ganz okay, soweit. Die Frage ist jetzt nur, wo will ich denn hin? Sieht jetzt nicht unbedingt so gut für uns hier aus. Die Runde geht aber schon ganz schön lange. Oder besser gesagt, es ist noch nicht allzu viel passiert. Ich hätte jetzt viel lieber hier bei der Aoba ein Aufklärungsflugzeug gehabt. Dann könnte man ziemlich gut schon am Anfang ein bisschen was, bisschen an der Entfernung schrauben. Weil bis ich da hinten mal in Reichweite komme, das ist halt auch nicht so toll, auf ein Schlachtschiff so auf 13 Kilometer, knapp 14 Kilometer ranzufahren. Das ist in der Tat ein bisschen blöd, aber wir sollten die gleich mal ein bisschen einholen. Vielleicht kann ich doch gleich mal drauf schießen. Die Schanoas fährt hinterher, wunderbar. Vladivostok ist auch mit wem anderes beschäftigt. Ja, genau, die Basis. So, was mit dir jetzt? Du fährst in die falsche Richtung, so wie das ausschaut. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Gut, wir müssten dann mal umdrehen. Amagi müsste umdrehen, North Carolina müsste umdrehen. Ja, jetzt bist du langsamer geworden. Ist klar. Ist klar. Gut, ich muss dann doch mal da zurückfahren. So, probieren wir es mal so. Ich habe es momentan einfach nicht mit den Zielen raus. Machen wir das mal so. Gut, das müsste jetzt eigentlich mal reichen. Na komm schon, das sieht doch gut aus. Oh, da kommt was geflogen. Gott sei Dank war da die Insel. Ja, und was machen wir hier? Naja, schützt die Basis. Da muss man erstmal hinkommen. Und die Aoba ist jetzt nicht unbedingt ein Schiff, das dahin vorfahren sollte. Das ist schon ein bisschen doof jetzt. Das ist ja alles rot da unten. Wenn ihr mal auf die Minimap guckt. Wenn ich da mich auch nur blicken lasse und die decken mich auf, dann geht's 3, 2, 1 tot. Aber gut, wenn die da reinfahren, dann muss ich da halt auch hinfahren, ne? Also da, das nützt halt alles nichts, um die zumindest zurückzusetzen. Sonst sehe ich da nämlich richtig, richtig schwarz. Da ist schon mal eine Gneisenau. Die gefällt mir nicht. Ich kann natürlich vielleicht an die Insel da ranfahren. Ah, das ist nicht gut. Bin entdeckt und die sind alle noch so weit weg. Das ist jetzt nicht so toll. Aua, ja. Oh Gott. Das sieht echt gut aus hier. Nicht wirklich. Du willst wahrscheinlich da hinter der Insel bleiben. Ich sollte vielleicht mal drehen. Gut, du bist weg. Ja. Schwein gehabt. Dass ich da langsamer geworden bin. Gut, ich habe die hier erstmal alle aufgedeckt. Damit kann man doch schon mal arbeiten. Wo ist denn der olle Zerstörer? Der ist da unten irgendwo. Du stehst da fast. Dann machen wir das mal so. Da haben wir jetzt den
Zerstörer. Der hat jetzt erstmal Priorität. Der Rest ist mir egal. Wenn ich brenne, dann brenne ich halt. Cool, in Brand gesteckt. Das ist schon mal sehr nützlich. Dann wird er wieder aufgedeckt. Kann er nicht wirklich hinfahren? Dann zeige ich meine Breitseite in die andere Richtung. Das ist halt bremsen und drehen. Ja, ne? Also, ich könnte mal hier ein bisschen Unterstützung gebrauchen, Leute. Was ist das denn? Hydro ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. War ich ein bisschen bei den Schlachtschiffen dahin. Dann sollten die die Torpedos zuerst sehen. Oh Gott. Mann, jetzt zünd doch mal die verdammte Gneisenau an. Bevor die sich da gleich verpieselt. Ja, verdammt. Die will jetzt, glaube ich, ganz drehen, oder? Ich muss mal wieder ein bisschen näher ran. Torpedos direkt voraus. Gut, da hat sich Hydro also endlich mal gelohnt. Na komm, Gneisenau. 13,4. Machen wir das mal so. Mit ein bisschen Glück könnte ich dich da sogar treffen. Ja. Nee. Gut, du hast vielleicht... Muss ungefähr so davor halten. Aber die hat nicht mehr viel. Endlich brennt sie. Und sie wird gleich löschen, wenn sie löschen kann. Ich muss das echt nochmal richtig mit dem Zielen üben. Manchmal ist das aber auch so komisch. Ja, ich habe eine Gneisenau versenkt. Da ist eine Nagato. Das ist natürlich schon total toll. Schwein gehabt. Da ist die Mars. Torpedos direkt voraus. Ja. Oh nein, 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 nein. Verdammt. Ja. Gut, das sollte jetzt treffen. Ja, das war doch schon mal ganz okay soweit. Los, ich würde gerne nochmal auf dich schießen. Danke. Und nochmal. Brennen wäre nett. Ja. Ja, gut. Wunderbar. Das ging daneben. Wow. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Okay. Blinkfisch hat mich zerstört, aber ich habe es nochmal zurückgesetzt. 31.000 Schaden, okay. Das ist ausbaufähig, aber hey. Ich sag's gerne nochmal, das war mein erstes Gefecht. Wir schauen uns das hier jetzt nochmal an, oder? Ah, das ist sowieso verloren. Ich glaube nicht, dass hier noch großartig was passiert. Ich hatte auch nicht wirklich das Gefühl, dass Amagi oder North Carolina da großartig rumgeballert hätten. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitbekommen. Das könnte natürlich auch sein. Ah, North Carolina, das ist echt ein schickes Schiff. Wenn es nicht so abgewrackt aussehen würde. Aber generell, so ganz neu, sieht die schon super aus mit der Tarnung. Vor allen Dingen, die Tarnung finde ich super. Die Tarnung von den Deutschen finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nett. Oder nicht so toll. Man sollte sich eher nicht mit der Flugabwehr von der North Carolina anlegen. Aber, ja. Holt mal hier gerade ein paar Flieger vom Himmel. Ein Torpedo ging rein. Aber gegen zwei Flugzeugträger noch. Es ist halt schwierig. Da ist noch die Monarch, die nichts mehr hat. Also das könnte doch noch was werden. Aber andererseits, wir haben noch nur noch 2 Minuten 40. Und die liegen von den Punkten vorne.
Was macht denn hier der Flugzeugträger? Der versucht, glaube ich, ein bisschen die Amagi zu beschützen, so wie das aussieht. Ich hoffe, die gucken auf die Uhr. Auf den Timer. Das schaffen sie nicht mehr. Ich glaube nicht, dass sie das noch schaffen. Hey, hallo, Amagi. Ja, das war Nummer 1 und 2 geht dran vorbei. Okay. Leute, ihr müsst euch bewegen. Nee, das wird nichts mehr. Die haben noch 1 Minute 38, sind da ganz unten. Wenn der Flugzeugträger, selbst wenn er noch ein Schiff versenkt, wird das nicht reichen. Schade. Hätte was werden können, ist es leider nicht geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war es erstmal von der Abo-Oba und mir. Bis bald!